Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty und der möglicherweise finalen Schlacht auf dem Planeten Char. Wir werden sehen, ob wir die Königin der Klingen vernichten müssen oder vielleicht retten können, was es mit dem Artefakt auf sich hat und ob wir den Imperator Mengs in die Knie zwingen können. All das erleben wir möglicherweise bereits in dieser Folge. Ich habe noch 30.000 Credits. Da will ich mal gucken, ob ich noch irgendwas dafür holen kann. Jacksons Revenge, den kann ich mir leider nicht leisten. Habe ich mein Geld zu sehr für andere Dinger verplempert. Gucken, ob wir im Arsenal vielleicht noch irgendetwas kaufen können. Ja, es gibt nichts mehr, was ich mir noch leisten kann. Gut, das soll es dann gewesen sein. Wenn ihr den Anfang der Schlacht auf Char verpasst haben solltet, dann schaut euch auf jeden Fall vor dieser Folge die letzten beiden an. Alles verlinkt in der StarCraft 2 Playlist, damit ihr das Ganze dann auch im vollen Umfang genießen könnt. Jetzt hören wir uns erstmal an, was General Warfield so zur aktuellen Situation zu sagen hat. All die Jahre hat Mengsk sie als den Teufel höchstpersönlich hingestellt. Aber ich habe gesehen, wie sie ihr Leben für Männer riskieren, die sie unter normalen Umständen zur Strecke bringen würden. Ihr Imperator ist derjenige, der hier hinter Gitter gehört. Mir ging es immer nur um Freiheit für die Menschen. Kopfüber in die Schlacht mit einem Fremden. Unter Feindbeschuss, Seite an Seite. Der Krieg macht uns alle gleich. Es ist mir eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Die Ehre ist ganz meinerseits, General. So sei es. So, was gibt es über das Artefakt noch zu wissen? Wir haben verdammt viel Zeit damit verbracht, alle Teile zu finden. Aber jetzt, wo es zusammengesetzt ist, ist mir das Ding echt unheimlich. Geht mir genauso. Wenn ich es anschaue, ist es fast, als würde ich Stimmen hören. Je eher wir das Ding los sind, desto besser. Ganz meine Meinung. Im Moment ist dieses Artefakt die wichtigste Waffe im Universum. Und wir werden sie benutzen. Ich wünschte nur, bei dem Ding wäre eine Anleitung dabei. Bei unserem Glück beißen wir noch ein Loch ins Raumzeitkontinuum. Hoffentlich nicht. Immer mit der Ruhe, Tigers. Wir sind hier ja nicht in einem schlechten Science-Fiction-Film. Abwarten. Alles oder nichts, beschützen Sie das Artefakt. Auf geht's. Unsere Pioniere bringen das Xel'Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zerg-Angriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denkt dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Alles oder nichts? Ihr könnt ja gerne jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie es ausgehen wird und ob wir diese Sache im ersten Anlauf bewältigen werden. Ich bin gespannt. Boah.
Du hast mir das Xel'Naga-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Warnung, große Zergstreitmacht im Anmarsch. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Eine beeindruckende Verteidigung, aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Was auch immer das heißen mag. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Welcher das ist, werden wir erleben. Was nicht passt, wird passend gemacht. Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Wo ist die Energienova denn? Durch! Worauf soll ich mich einstellen? Kann's kaum noch. Zeitverschwendung. Jetzt geht's rund. Was ist denn das bescheuerte Artefakt? Ach, hier. Ach, da oben steht das. Das ist eine ziemlich große Basis hier. Geht schon los hier. Was wichtig ist? Yo! BBF, hier komm ich! Bunker bauen, Bunker bauen. Jawohl! Warten! BBF bereit! Aus der Bahn! Los, los, los! Basis wird angegriffen. Es geht schon los. BBF einsatzbereit! Schlechte Neuigkeiten? Was liegt an? Wow, Heigen erschreckt! Durchgeladen und entsichert. Muss ich hier alles alleine machen? Das steht alles noch auf. Was ist weiter umgekriegt? Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Erweiterung fertiggestellt. Basis wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Das habe ich verstanden. Schlechte Neuigkeiten? Ja. Basis wird angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Was wichtig hat? Lesen der Boss! Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt geht's rund! Ja, ist dann so. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Worauf soll ich ballern, Sir? Abmarsch bereit! Kann's kaum noch erwarten! Hier komm ich! Immer mit der Ruhe! Was nicht passt, wird passend gemacht! Jetzt wird's geplündert!
Soldaten und... Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Empfang und Übertragung. Nur zu. Achtung, Sir. Ich orte eine große Gruppe Flugeinheiten der Zerg, die direkt auf das Artefakt zusteuert. BBS bereit. Los, los, los! In Ordnung! So, was ist hier? Basis wird angegriffen. Upgrade durchgeführt. Verteidigen Sie das Artefakt. Weiß der Pilz wie Basis lange? Basis wird angegriffen. Muss ich hier alles alleine machen? Was liegt an? Basis wird angegriffen. Lesender Boss! Schlechte Neuigkeiten? Muss ich hier alles alleine machen? Basis wird angegriffen. Schick lieber ein paar Leichensäcke. Das ist mir schon wieder alles zu viel eigentlich. Was liegt an? Basis wird angegriffen. Darf sonst noch was sein? Hier ist der Tor. Er kann da wahrscheinlich nicht angreifen. Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Muss ich hier alles alleine machen? Was nicht passt, wird passend gemacht. Yep. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Es geht alles noch. Basis wird angegriffen. Hier ist der Tor. Wie lange das noch geht, ist aber eine andere Frage. Upgrade durchgeführt. Basis wird angegriffen. Bin für die Schlacht geboren. Alarm. Psionische Strahlenquelle Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen nähert sich. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Verstanden. Das werdet ihr noch bereuen. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Immer weiter so. Wie weiter so? Empfange Übertragung. Noch eine Welle Zergflieger, Sir. Warten. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich steck ganz schön in der Klemme hier. Ich kann sie nicht daran aufhalten. Basis wird angegriffen. Jetzt habe ich die Energienova noch nicht ein einziges Mal gebraucht. Das kann sich freilich noch ganz schnell ändern. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Lesender Boss. Ich kann sie nicht alleine aufhalten. Möchten
Unsere WBFs werden angegriffen. Laut und deutlich. Ach ja, jetzt habe ich die ganzen Flugeinheiten natürlich, die mich noch angreifen, aber die können nicht einfach in meine Basis eindringen. Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf sie zubewegt. Boah, Heigen erschreckt! Aha. Ja, es geht. Von der Anzahl her. Noch. Nur zu. Ich kann sie nicht alleine aufhalten. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Unsere WBFs werden angegriffen. Jo, alles gut. Schlechte Neuigkeiten? Yep. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Ich bin schon unterwegs. Der kann ich nicht bauen! Nicht genug Vespingas. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Ich brauche Raketentürme in der Basis. So viel steht fest. Unsere WBFs werden angegriffen. Ich stecke ganz schön in der Klemme hier! Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ich werde euch alle von meiner Welt tilgen. Na klar. Macht keine Gefangenen. Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Wer hat die Flotte gerufen? Kerrigan hat sich verkrochen. Feuert weiter, Benner! Ja, wir feuern ja schon, was das Zeug hält. Oh, was ist hier oben los? Boah, Heigen erschreckt! Ist ja nicht mein Yes. Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Kreuzer einsatzbereit. Basis wird angegriffen. Boah, Heigen erschreckt. Basis wird angegriffen. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Hier kann ich nicht bauen. Wer hat die Flotte gerufen? Was auch immer. Ich
Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Was ihr macht. Basis wird angegriffen. Himmels Willen. Was nicht passt, wird passen. Basis wird angegriffen. Alle Mann von Bord! Was wichtig hat? Hier kann ich nicht bauen! Basis wird angegriffen. Ja, Basis Commander. Wird angegriffen. Immer langsam. Unsere WBFs werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Melde mich zurück. Wer hat die Flotte gerufen? Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ihr Narren hättet nie hierher kommen sollen. Basis wird angegriffen. Ich steck ganz schön in der Klemme hier! Pulverisiert. Unsere UBFs werden angegriffen. Bereit für den Krieg? Basis wird angegriffen. Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. Wünschen. Empfänger Übertragung. Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf Sie zubewegt. Maschinen laufen. Mayday! Basis wird angegriffen. Mayday, Mayday. Bin ganz weg. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Ich steck ganz schön in der Klemme hier! Was gibt's? Basis wird angegriffen. Ich kann sie nicht allein aufhalten! Bereit für den Krieg? Sehr schön! Zerg-Flugeinheit der Klasse 10 entdeckt. Was zum... Sir, die Scanner zeigen die größte Zerg-Biosignatur an, die ich je gesehen habe. Und sie bewegt sich direkt auf sie zu. Basis wird angegriffen. Ach du Schande. Auf Empfang. Frontaler Angriff, alle Geschütze. Basis wird angegriffen. Oh, das hat nicht gereicht, um das Ding zu zerstören. Maschinen, Mayday, Mayday. Leckt mich am Ärmel. Was jagen wir hoch? Positiv. Mayday, Mayday. Was gibt's? Rollen wir los! Basis wird angegriffen. Lauter! Keine Lufteinheiten mehr? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Basis wird nicht genug Vespingas. Empfangerübertragung. Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf Sie zubewegt. Pah.
Basis wird angegriffen. Ich kann sie nicht allein aufhalten! Ich habe keine fliegenden Einheiten mehr. Basis wird angegriffen. Ich brauche hier... Nur zu! Flugabwehr. Yep. Ich stecke ganz schön in der Klemme hier. Basis wird angegriffen. Systeme funktionsfähig. Ich stecke ganz schön in der Klemme hier. Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Auch das noch. Ihr Narren. Ihr spielt mit Mächten, die ihr nicht mal ansatzweise begreifen könnt. Kann's kaum noch erwarten. Basis wird angegriffen. Basis. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Nicht genug unserer BBFs werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Sie versucht zu fliehen. Nicht locker lassen. Ich kümmere mich drum. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Geht klar! Immer mit der Ruhe! Los, los, los! Button! Yep. Empfänger Übertragung. Was ist dir? Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Hier kann ich nicht bauen! Nur zu! Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Eine Welle Zergflieger, Sir. Basis wird angegriffen. Oh Mann, oh Mann. BBF bereit. Basis wird angegriffen. Basis nicht genug Respingas. Shit. Unsere BBFs werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Ich muss noch ein paar Minuten durchhalten. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Die Energie des Artefakts hat ihren Höchststand erreicht. Noch ein klein wenig durchhalten. Empfänger Übertragung. Noch eine Welle Zergflieger, Sir. Ich kümmere mich drum. Unsere BBFs werden angegriffen. Alle Mann von Bord! Gleich werden alle hier oben zusammengezogen. Ich sitze in der Patsche! Benötige weitere Depots. Lieber ein paar Leichensäcke. Basis wird angegriffen.
Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Mit euch habe ich mich schon lange genug aufgehalten. Zeit zu sterben. Das müsste eigentlich reichen. Basis wird angegriffen. Benötige weitere Depots. Basis wird angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Hier kann ich nicht bauen. Basis wird angegriffen. Wo ist die Königin der Klinge? Für diesen Verrat werdet ihr bezahlen. Gebt nicht auf! Ich kann Sarah hören. Jetzt dreht sie völlig durch. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So, Artefakt aufgeladen. Was jetzt? Artefakt vollständig aufgeladen. Jetzt oder nie, General. Los! Ui, einmal den Planeten säubern, bitte. Wer hat die Flotte gerufen? Du kommst ein bisschen spät, mein lieber Russe. So weit, so gut. Sieg bei Alles oder Nichts. Ja, ist es denn Zapalot? Ist es das vielleicht doch noch nicht gewesen? Wir gucken mal. Sag bloß. Mit der Zigarre unterm Helm. Sie haben Ihre Befehle, Mr. Findlay. Führen Sie sie aus. Tychus, was hast du getan? Ich habe einen Pakt mit dem Teufel Jimmy. Sie stirbt, ich komme frei. Wir alle wählen unseren Weg. Eine Schande. Jim? Alles wird gut. Ich hab dich. Happy End. Hoffentlich.
Ja, das war StarCraft 2 Wings of Liberty. Mit einem versöhnlichen Ende nach viel Pleiten, Pech und Pannen, die wir hier in dieser Spieleserie erleben mussten. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, gerne Likes. Und wenn ihr nicht alle Folgen gesehen habt, es sind 25 an der Zahl. Die Playlist findet ihr in den Infokarten. Dann zieht sie euch doch gerne rein. Ja, und wenn ihr auch keine neuen Serien verpassen wollt, dann gerne Abo-Button drücken und das Glöckchen klingeln, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video veröffentlicht wird, ein Stream geplant ist und so weiter und so fort. Und sagt mir doch gerne mal, wie fandet ihr StarCraft 2 Wings of Liberty? Ich persönlich war sehr begeistert von der tiefen Atmosphäre, den cineastischen Zwischensequenzen, den Mechaniken, der Grafik, es war alles super schimmig. Und das Tolle daran ist, dass es StarCraft 2 zusammen mit Wings of Liberty gratis gibt von Blizzard. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, zieht's euch rein. Tja, was bleibt mir noch zu sagen? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, wenn ihr mir hier die ganze Staffel treu geblieben seid. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr euch noch ein paar von meinen anderen Videos anschaut. Neben YouTube bin ich auch vertreten auf Twitch und Mixer. Und alle meine Plattformen, wo ich so unterwegs bin, findet ihr auf www.jasondux.de. Was ein Cast. Da sind Millionen und Abermillionen in das Projekt geflossen. Super auch, dass das eins der Spiele ist, die komplett ins Deutsche übersetzt worden sind. Auch mit tollen deutschen Synchronsprechern. Vielen Dank Blizzard und vielen Dank an alle Beteiligten. Ja, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.